Stani und MBK versuchen, über die Grenze zu flüchten. Auf dem Weg passieren viele Sachen. Und sie müssen sich schützen, weil sie werden verfolgt. Schaffen sie es über die Grenze? Nee, Bro, das ist der Killer, Bro. Oder werden sie erwischt? Bitte nicht, Leute. Nein, 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 die sollen das hier jetzt nicht scannen. Lasst ein Like, ein Abo da und viel Spaß. Leute, was geht ab? Wir sind hier gerade in einem Auto und wir machen gerade einen kleinen Roadtrip. Und zwar, wir werden verfolgt. Man sieht es jetzt gerade nicht, weil wir hier im Auto sitzen, aber uns verfolgt die ganze Zeit eine Person, die uns was antun will. Und wir sitzen hier in unserem Auto und müssen vor dieser Person abhauen. Stani! Kofferraum! Kofferraum, komm raus! Ist abgeschossen! Ja, MBK, ich kann... Oh Gott, MBK ist auch mit dabei, er ist im Kofferraum. Das Problem ist, ich kann ihn jetzt nicht rausholen, weil wir dafür anhalten müssen. Und wenn wir anhalten, könnte eventuell... Das ist ja... Oh Gott. Okay, also wir müssen erstmal immer in die Richtung fahren. Wir müssen jetzt erstmal immer in diese Richtung fahren und müssen gucken, dass wir vor dieser Person abhauen. Nämlich, ihr seht auch, wir haben noch 1536 Meter zur Grenze. Nämlich, wir müssen das Land verlassen. Ich gucke erstmal, was hier drin ist. Ey, MBK, das wird auf jeden Fall schwierig. Das Ding ist, Freunde, sobald wir eine falsche Entscheidung treffen, zu oft anhalten, stehen bleiben, könnte die Person, die uns was antun will, uns bekommen? Immer, Bro, sie könnte uns bekommen und sie kann immer näher kommen. Also wir müssen richtig krasse Entscheidungen treffen. Hier haben wir sogar... Oh, hier so eine schöne CD bekommen, Leute. Können wir... Ey, warte mal, jetzt können wir hier Radio hören, oder was? Ey, warte mal, nee. Nee, läuft. Ich hab Musik eh ausgestellt, Leute. Ich will hier nichts im Radio hören. Skybase läuft! La, 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 la. Geil, ich wusste gar nicht, dass hier Skybase läuft. Also, es sieht erstmal hier alles ganz normal aus, ne? Da kommt ein Auto, das war der Günni gewesen. Und wir müssen jetzt immer in diese Richtung fahren. Und guck mal, theoretisch, das Spiel ist zufällig generiert. Es könnte jetzt zum Beispiel passieren, dass hier ein Elefant auf der Straße steht. Könnte alles passieren, MBK, da müssen wir ausweichen. Ist auch zufällig generiert, wie dreckig dein Auto ist? Ja, das ist leider auch, glaube ich, zufällig generiert. Warte mal, ich muss mal hier, glaube ich, vielleicht das... Und nun, liebe zu... Warte mal. Sonja Show. Oh. Okay, Anhänger. Es gibt hier irgendwelche Anhänger? Nein, Mitglieder der Brigaden. Okay. Ist das die Mafia? Es könnte sein, dass hier irgendwelche komischen Leute gerade auf der Road unterwegs sind, weil wir fahren ja halt immer die gleiche Straße lang. Das geht unendlich. Wow! Stopp, ich bin berühmt. Wer ist das denn? Hä? Das ist die... Wow, hey. Bro, das ist Sonja. Bro, ich hätte sie fast angefahren, oder? Ja. Alles in Ordnung? Kleiner Limo-Unfall, was ist da passiert? Junge. Ich soll sie... Oh, Freunde, das Ding ist halt, ich soll sie zu einer Telefonzelle fahren. Bro. Stani, wir werden aber auch verfolgt, ne? Ja, also, ja, ich weiß, wir fahren gleich weiter, aber das Ding ist, wir müssen halt auch hier Aufgaben erfüllen. Wir müssen halt, weißt du, das ist hier, das könnte das ganze Geschehen verändern, was wir jetzt ihr auswählen. Handy benutzen. Ich sag ehrlich, wir haben eigentlich keine Zeit, Freunde, wenn sie so berühmt ist. Sie, die hat kein Handy? Hä, die sagt, ich bin speziell, was soll das denn? Aber nein. Guck mal, ich sag dir ehrlich, von der sieht, also, sie sieht jetzt nicht aus, als wäre es eine Bedrohung, weil das scheint eine berühmte... Und dann lassen wir ihn hier liegen. Ihm geht's nicht gut. Ist egal. Wir nehmen die Alte mit. Wir nehmen die Alte mit. Ich hätte nein gesagt. Aber entscheide du. Warte mal, ich bin mir nicht sicher. Mal gucken, was sie uns bietet. Ja. Ja, okay. Sie feiert sich halt, weil das Sonja Sanchez ist. Also sie scheint wohl... Oh, für 30 Dollar? Ich... Bro, für... Leute, sie ist eh reich. Für 30 Dollar, komm. Du... Was? Oh, Dankeschön. Oh, Batzen Kohle hier. Dank dir, meine Beste, allerjutste. So. So, wir fahren jetzt erstmal mit dir zur Telefonzelle. Der muss da drüber erstmal... Warte mal, was hat Adam angefangen? Stimmt, was hat er gemacht, Freunde? Das ist halt auch die Frage. Aber den nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Nee. Oh mein Gott. Sie ist gefahren, die Limousine, und sie hat den Unfall gefahren. Und er ist schuld. Aber lass ihm helfen. Nee, wir helfen ihm nicht. Doch. Nee, die soll einsteigen, wir fahren jetzt mit der weiter. Wo ist sie? Ey, die sagt zu uns, sie fahren Schrottauto. Was soll das, MBK? Deine Schuld, du hast sie mitgenommen. Junge, das ist ein Premium-Mercedes. Das sieht man doch da vorne, guck mal. Oh, Kurve hier, Kurve. Wollen wir fragen, ob sie vorne sitzen will? Ja. Oder soll die hinten sitzen? Nee, vorne, damit den Blick. Ah, soll vorne sitzen. Das ist... Burger? Burger? Okay. Danke schön für die Burger. Nein. Doch, der war lecker, Bro. Wir haben Power bekommen. Really just ate that? Ja, natürlich. In front of me? Ja.
Das ist nicht meine. Die tut mir nicht leid. Whatever. Okay, ist egal. Wir haben jetzt hier wenigstens eine kleine Begleiterin. Ist ganz gut, Leute. Wir können ja jetzt auch Fragen stellen. Eigentlich nicht wirklich. Was hat die überhaupt gefragt, Bro? Was hast du gefragt? Ich bin nicht so ein guter. Nein, eigentlich nicht wirklich. Ja, ich bin schüchtern, total. Ich bin total schüchtern. Flirtet sie mit uns? Ey, die flirtet. Hey, die flirtet. Wir haben keine Frage an sie, oder? Nee, ich habe auch keine Frage. Ich habe auch keine Frage. Sie soll einfach ihre Klappe halten. Hä? Die Stunny Bunny? Oh, Leute, welche Show, Junge? Das sind Fake News. Alles Fake News. Was zappelt die? Hä? Zu wem? Zu wem? Ah, diese Brigade. Nee, Bro, ich sag dir ehrlich, ich höre auf jeden Fall nicht zu dir gerade an. Ja. Oh, das ist gut. Hassen wir die Brigade zu Typen? Ja, weil sie hasst sie auch. Okay. Deswegen. Wir hassen auch die Brigade Typen. Brigade Typen auch. Sie sagt gerade nichts. Sie sagt. Oh. Well, sparkling is your conversation. Nicht so prickeln, die ist auch. You're boring me, honey bun. Was? Ich langweile sie? I have an idea to liven this hearse up. Leichenwagen aufpeppen. Willst du das Autotune? Ja, es wäre gut. Dance party. Nein. Ja, okay, ich doch. Tanze nicht, Bro. Sie sagt, wir sollen unbedingt tanzen. Junge, ist sie frech, Leute. Hier wird gar keine Musik abgespielt. Oh, wir müssen jetzt Musik abspielen hier, Bro. So. Hier ist Musik, oder? Nope. Oh, das will sie nicht, Leute. So, hier, warte mal. Was will sie denn für Musik? Hier, die Musik. Ey, Junge! Ich bin nämlich kein DJ, Leute! Das Radio ist kaputt, die Dame! Ja, ist die nervt, sag ich ehrlich, Leute. Die nervt langsam. Mit ihren extra Wünschen. Jesus, Kid! Okay, schmeiß sie raus. Ey, ich sag dir, ich schmeiß sie wirklich gleich raus hier. So. Hier, das hier. Perfekt, okay, super. Mach laut. Bro, okay. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich glaube, wir hätten ihn lieber dort nicht auf unseren Roadtrip mitnehmen sollen. Kannst du ihr sagen, dass du fahren musst? Sie will, dass du mittanzt. Sag ihr, dass du fahren musst. Ja, ich muss fahren, Bro. Ich kann nicht. Oh, Mann, die Rasse. Nein. Nein, Bro. Hä, was ist das? Jetzt Bro! Oh mein Gott. Alles gut. Oh, Bro, das war ein großer Fehler. Leute. Das hätte jetzt gerade unser Leben gekostet. Oh, nee. Leute, das hätte jetzt gerade unser Leben kosten können und wir wären nicht weitergekommen. Weil wir müssen hier natürlich die Aufgaben. Ach, Bro, ich muss hier wirklich nochmal Dings abspielen. Nein. Es ist so nervig. Ich muss auf jeden Fall, die müssen wir rauskriegen. Weil das Ding ist, wenn wir hier einen Unfall bauen. Jetzt rastet die richtig aus. Guck mal. Junge, hallo! Alter, warum ist das so aggressiv? Yo! Hä? Was macht die da? Ohne Hände? Ah! Selber schuld, Sonja. Selber schuld. Hä? Hä? Ey! Es ist die vorne. Korrekt. Ich könnte ins Krankenhaus fahren. Ich frage sie erstmal. Bro, ich fahre nicht ins Krankenhaus. Wir haben keinen. Ich sag dir ehrlich, sie macht ja ihre Dance-Party, soll sie machen. Sie hat sich vielleicht verletzt. Ja, aber wir müssen ins Krankenhaus. Überleg mal. Wenn wir jetzt ins Krankenhaus fahren, der braucht mir noch mehr Zeit. Und der Typ, der uns verfolgt, macht dann richtig Ärger. Okay, sie will uns jetzt was verraten. Das ist mein Auto. Nein, sag nein. Ich hab's geklaut, um echt zu sein, weil wir gefährlich sind. Ja, sonst ruft ihr die Polizei. Weil wir gefährlich sind. Okay, Leute, vielleicht können wir sie damit beeindrucken, wenn wir so ein bisschen so ein Rebell sind. Ja. Sie sagt sich. Gefällt's dir? Ja, Bro, die sollen nicht die Polizei rufen. Ja. Oh, sie hat. Guck mal hier! Hey. Leute, sie findet das gut, Junge. Sehr gut. Wir sind kriminell. Raudis! Was ist das denn? Bro, ich will da nicht so dicht auffahren. An was erinnert ihr das? Vergangenheit? Ah, ist sie eine Rockerfrau? Oh mein Gott. Die war mal.
Oh mein Gott, Leute, sie war mal eine Kriminelle. Sie war einmal ein verängstigtes Mädchen, die nichts hatte. Und jetzt was ist mit ihren Augen? Auto stoppen. So, Auto. Ich hab echt kein Benzin. Benzin ist fast alle! Hä, gar nicht, noch bei der Hälfte. Boah, Bro, 54% Wahrscheinlichkeit, das wäre gut. Ja, aber wir haben Geld. Nachher verängstigen wir sie. Ey, sag ehrlich, ich würde die gerne rausschmeißen, hart auf hart. Frag noch nach Benzingeld. Nein. Ja. Ich muss zur Grenze, Bro. Ja, viel Glück, viel aber Glück. Aber können wir noch die Nummer austauschen? Ui, Küsschen. Tschüss, Sonja. Tschüss. Leute, wir haben keine Zeit. Wir müssen uns um unsere Sachen kümmern. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben keine Zeit und wir haben jetzt die ersten Kilometer zur Grenze geschafft. Junge, gut, guck dir das an. Hä? Sonja haben wir erledigt. 767 Kilometer nur noch zur Grenze. Babamäßig. Oh Gott. Oh, erschöpft. Oh, Bro, okay, wir sind so weit gefahren gerade, Freunde. Wir sind jetzt mittlerweile schon sehr... Es ist mittlerweile Nacht geworden. Wir sind jetzt hier irgendwo in den Bergen. Und hier ist anscheinend ein Hotel wir so. Wir rasten. Was? Wir campen hier, oder was? Ja. Oh, okay. Bro, wir müssen wahrscheinlich jetzt die Nacht einmal überstehen. Ja, weil zu Fuß, da sollen wir jetzt auch weitergehen. Oh, guck mal, die sieht ja nett aus. Boah, das ist eine schöne Katze. Die sieht aus wie ein Fuchs. Wir werden wählen gehen? Bro, was für wählen, Bro? Sag ja, weil sie sieht aus, als wenn sie so... Ich bin Jugendlicher, ja, wie stimmt, wir hauen ja von zu Hause ab. Das Ding ist, ich glaube, das ist keine gute Idee, hier zu bleiben, weil der Typ, der uns sucht, Bro, er kommt halt immer weiter hinterher. Ich habe jetzt keine Zeit. Wir können aber auch nicht weiterfahren, wenn wir Sekundenschlaf bekommen, auch so einen Unfall. Ja, safe. Was ist denn hier los? Bro, auf sie. Bro, es gab hier einen Typen, der hat hier irgendjemanden abgestochen auf dem Campingplatz. Oh, ich frage mal, ob alles okay ist. Okay, alles ist in Ordnung. Junge, das ist eine Einbrecherin! Alter! Warum ist sie so frech, Leute? Aber ich sag, sie war es nicht, nein! Oh nein. Ja, ich muss einfach nach Beweisen fragen. Ja, also wenn er keine Beweise hat, dann ist sie auch nicht schuldig, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, du hast... Lass sie in Ruhe, Bro. Mach lieber keinen Ärger mit uns, Bro. Ich sag dir ehrlich. Ja, sie hatte alles im Glück. Hier, der Typ war ein richtiger Widerling, Leute. Okay. Camper. Okay, also sie sagt uns jetzt, Leute, wenn wir einen Wohnwagen brauchen, sind wir hier. Und ich sag euch, ich liebe doch beschissene Wohnwagen. Safe. Wirklich? Safe. Wo kann ich umsonst schlafen? Oh, tanzen. Nicht schon wieder, Ey, das ist jetzt halt echt doof, Bro, weil wir sollen jetzt hier auf irgendein... nee, ich weiß nicht wohin. Ja, okay, ich sag dir ehrlich, also wir haben jetzt zwei. Also das Ding ist, wir haben jetzt zwei Optionen, Bro. Wir können uns einmal hier einen Wohnwagen holen oder wir können uns Das kostet Geld. Ja, ich guck mal, wie teuer das ist, weil das Problem ist, ich habe keinen Bock. Guck mal, sie hat gerade. Wir sind in der Wüste, Shani. Was ist, wenn Kojoten kommen? Ja, sie hat gerade gesagt, es ist hier gefährlich. Deswegen würde ich jetzt erstmal die Typen fragen, was hier ein Wohnwagen kostet. Ja. Oh nein, nicht er. Nein. Oh, er ist jetzt echt sauer wahrscheinlich. Oh mein Gott, guck mal hier, er ist richtig sauer. Okay. Oh mein Gott, okay, er hat zwei Möglichkeiten. Schlafen, $50. Ich sag dir ehrlich, ich würde es nehmen. Wir haben $36. Warum? Guck mal, draußen schlafen macht keinen Sinn, Freunde. Es könnte halt sein, dass wir angegriffen werden. Wir brauchen auch Energie. Nein, wir brauchen auch noch Sprit für den Wagen. Okay, das reichen $10 nicht? Ich glaube nicht, ich sag's dir ehrlich. Also $10 wird hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen knapp werden. Aber ist gut. Wir kommen hier gut weiter. So soll's sein. Und jetzt machen wir hier unser Nachtlager. Jetzt machen wir hier unser Nachtlager in den Wohnwagen. Und dann können wir am Tag mit voller Energie
weiterfahren. Und überleg mal, mit den Kartons hätten wir auch gar keine Energie quasi aufgebaut, weißt du? Deswegen. Oder wir wären aufgegessen worden. Ja, guck mal hier, boom. Oh mein Gott, let's go. Full Energy. So soll... Bro. Hä? Bro, da klopft jemand, da klopft jemand. Hey, wake up. Junge, ich hab keine Zeit mit dir zu chillen. Was will die denn von mir, Leute? Up here. Ja, ich komme. Was will die hier? Oh, wie cool das aussieht. Sit with me. Oh, sitzt die ins Lagerfeuer sich setzt oder was? Soll ich mich hinsetzen hier? Ach so. You don't have any Marshmallows, nein, ich habe keine Marshmallows. Sorry. Wo soll ich Marshmallows herhaben? Oh, das ist voll romantisch hier am Lagerfeuer, Leute. Ja, sie sagt, wir sind... Ich frag sie mal, wie sie denn... Oder, hä? Ist sie auch... Warte mal, achso, wir sind... Das ist, ja, ist sie auch Dings? Sie ist auch abgehauen von zu Hause, so wie wir. Sie ist von zu Hause abgehauen. Also wir wollen quasi aus diesem Land hier raus, weil es hier nur Probleme gibt, nur kriminelle Leute. Und sie will auch abhauen. Sie wird nie wieder zu Hause abhauen. Was? Ich frag sie mal, warum sie weg wollen. Sie will auch ein normales Leben führen. Was? Ja, das ist hier, also ich finde das Leben hier nicht gut. Ich finde es gut. Wild ich frag sie mal, was ist, was auf der anderen Seite ist. Also sie sagt, sie weiß selber nicht, was an der Grenze auf der anderen Seite ist. Ich frag sie mal, ob sie Angst hat. But what scares me the most is going back to my old life. Okay, sie will auf jeden Fall nicht ins alte Leben zurückkehren. But enough about all that. Hey, why don't we play a little music? Oh, ich will keine Musik hören. Oh, jetzt muss ich hier Trompete spielen oder was? Let's play Bella Ciao. Bella Ciao. Ich spiele Skybass. Bro, das ist Copyright. Was ist das denn jetzt? Give it a shot. Aua, Stani! Bro, das ist doch Bammermäßig! Was spielst du da? Ey, war doch Bammermäßig, nicht schlecht, sagt sie, guck mal. Oh Mann, ey, jetzt muss ich hier Trompete spielen, Leute. Ich will so schlechte Musik. Aber das ist doch echt schwierig zu machen, ich sag's dir ehrlich, also. Und sie sagt, das solltest du aufnehmen, Bro! Das hört sich nicht gut an! Bro, Profi! Ey, du spielst so grässlich, dass es sogar gerade dunkel wird, ne? Ja, Bro, das wird so dunkel, das wird links, weil ich einpenne. Nee. Guck mal, sie feiert das! Bro, wie machen sie hier Dings? Sie feiert das richtig! Wir werden Best Friends! Ja, reicht jetzt auch mal hier. Guck mal, wie geil das ist. Sehr gut. Also ich sag, warum vibriert alles? Jetzt weckert der Typ schon wieder rum. Ja, diese Zoe ist, Leute, ist schlechter Einfluss auf uns. Wir müssen sie wieder loswerden. Ich glaube, du hast dich verliebt. Bro, jetzt schmeißt er uns raus, danke. Aber ich wollte eh abhauen. Ich wollte eh nicht zurückkommen. Wir hauen doch ab, Junge! Hast du dich verliebt, Stani? Nein. Bro, sicher? Guck mal, das Ding ist... Meint er das ernst? Ja, ich wollte auch los. Nimmst du sie mit? Was sollen wir die mitnehmen? Sie sieht cool aus. Bro, sie ist aber schlechter Einfluss. Aber willst du allein über die Grenze? Nee, komm, wir nehmen sie mit. Nein. Zoe. Ich will alleine. Ja, ich bin auch gerne allein unterwegs. Sie zu das Land gewinnen. Nein. Ja, wir packen jetzt die Sache und dann machen wir ja. Was ist auf der anderen Seite, frage ich mich, wenn jeder sagt, das ist besser. Ja, das ist irgendwie... Jetzt gibt uns was! Oh, hit the road, Junge, Musik hier. Guck mal, was können wir... Ah, und jetzt nochmal wichtige Entscheidung. Also, das Ding ist, wir könnten trampen, aber ich sag dir, wenn wir trampen, das ist ultra gefährlich. Boah, wie cool wäre das aber, Stani. Also, trampen ist trampen. Ja, man schnellt sich an der Straße hier mit dem Daumen. Das ist halt ultra gefährlich, ne? Ultra. Wir machen es. Ja, wir machen es. Das ist eine gute Idee, Bro. Ich sag ehrlich, aber das Problem ist, wir werden, glaube ich, einem Bösewicht begegnen. Stell dir vor, der Superstar von eben gerade nimmt uns mit. Und wir machen wieder Kilometer gut. Guck mal, wir trampen gerade. Ah, okay, wir hätten jetzt quasi... Ein paar Kilometer haben wir gemacht. Sehr gut, ja. Okay. Ich bin gespannt. Hä? Wir sind auf dem Motorrad. Junge, wir fahren beim Motorrad mit. Bro?
Danke fürs Mitnehmen. Bro, wir sitzen hier einfach hier im Dings drin. Sonja! Ja, Sonja! Nein! Nein! Boah. Das sind Dings, Brigade! Das sind Brigade, Leute. Wenn wir denn jetzt sagen, dass wir Sonja getroffen haben, dann nehmen die uns mit. Ja, ja, nein. Nee, ich glaube nicht, Nee, hab ich nicht. Nee, das sind Brigade, Leute. Safe. Oh, sie ist in Gefahr? Interessiert uns nicht. Nein, das geht nicht. Das zweite. Oh Gott, jemand will sie umbringen, Freunde. Nee, Leute, das sind Brigade, Leute, hundertprozentig. Die wollen, guck mal, die geben sich bei uns aus, dass die Sonja retten wollen. Boah, ich frag mal, ob die irgendwas über den Killer wissen. Taxifahrer, das ist ein Hinweis. Oh, es kann sogar echt sein, weil sie hat das Taxi gerufen. Oh mein Vielleicht Gott. Vielleicht sind die echt nett. Ja, aber was interessiert uns diese Sonja? Ja. Ey, nein, nicht, dass das abkoppelt. Bro, ich will nicht, dass die jetzt hier Ärger machen, aber das machen die doch nicht, oder? Der Beiwagen ist okay für mich. Ja, der wollte uns gerade loswerden. Nee, ich will keine Fragen stellen. Okay. Gibt es. Soll ich nach Polizei fragen? Aber das wäre vielleicht zu auffällig. Nein, das wäre auffällig. Wenn ich die Grenze überquere. Ich frage einfach, wie man auf der Straße überlebt am besten. Klau so viel, wie du kannst. Das sind so. Warte. Bro. Oh mein Gott. Ich sag dir ehrlich, guck mal, wir könnten jetzt, ja, stehen. Sollen wir für die Brigade klauen? Weil die sind also bei der Brigade. Du den Kriminellen beitreten. Ja, das Ding ist, weißt du warum? Weil ich glaube, ansonsten würden die mich verraten oder so. Ja, doch. Wir gehen hin. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Ich frage, ob ich sterben werde. Okay, ich werde nicht sterben, das ist gut. Weißt du, was ich glaube? Zoe ist auch bei der Brigade. Go! Was? Bro! Ich muss mich. Wow! Links! Ja, oh mein Gott, Bro. Okay, Bro, ich muss mich hier. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Das war super? Ja, ja. Das war schrecklich. Nee, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht hier runterfallen. Also hier in den Kurven besonders müssen wir uns halt in die Richtung lehnen. Los geht's. Was, los geht's? Ey, wir fahren jetzt über die Moped und wir müssen aufpassen, dass wir hier... Klettern? Klettern? Hä? Fährt jetzt zu dritt! Ey, Bro, was... Das ist unglaublich! Yeah! Stan, Mitch und das Kind! Bro, das ist der Taxifahrer! Nein. Oh mein Gott. Aber warte mal, ist Sonja jetzt bei den Guten? Hä, ich verstehe das nicht. Bro, wir müssen jetzt die Taxifahrer hinterherfahren. Okay, easy. Links. Links, rüber, zack. Links, überholen. Rüber, zack. Und rüber. Oh mein Gott. Wow. Alter, war das da, Bro. Rüber. Nein. Links. Oh mein Gott, Bro, das ist geil. Bro, geht das hier auch rechts lang? Ich kann da nur links. Oh mein Gott. Ja, wir haben ein bisschen Schaden bekommen, aber ist egal. Oh mein Gott. Nein, nicht schneller fahren. Oh. Oh mein Gott. Shani! Ja, ey, Bro, es ist, ich dachte mal... Bro, es... Wie soll man denn da ausweichen? Bro, wie? Bro, ich kann nicht rechts! Rechts! Und es geht nicht rechts! So, ja, so ist doch gut. Links! Oh Gott. Du bist ein guter Krimineller, Stani. Bro, wir werden so draufgehen, Das war's schon. Ja, aber wie schnell ist denn der Taxifahrer? Aber warum wollen wir Sonja retten? Ich glaube, die wollen die selber platt machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schnell fahren wir? Oh mein Gott. Okay.
Daniel, du bist der beste Motorrad. Ich weiß. Lena. Nein! Oh mein Gott! Das war gerade automatisch, ich konnte da nicht rüber, aber ja, gut, wir haben es geschafft. Das Taxi hat angehalten. Es wird ein anderes Taxi sein, ja, nein. Es könnte aber jetzt eine Falle sein, das stimmt schon. Okay. Here we go. This ought be good. So, kid, did you get a look at the driver? Ja. Ja, ein dünner Kerl mit Hut. That's my recollection too. Wait until Mitch gets his hands on the street. Hey, Bro. What the? Was? Das ist der Killer, Bro. Das ist der Killer. Wo ist unser Kollege? Why is he coming back? Oh, nice person. People like that don't deserve Also, hä? Er sagt, das ist eine nette Person. Doch! Der sagt, er ist viel zu nett und das war nicht der Möchtegern-Killer. Aber das war der Killer! Bro! Das war der Safe gewesen! Ich glaube nicht, Stunny. Doch, das war aber der. Er ist ja auch abgehauen. Ja, aber das stand doch, der Killer wurde entdeckt. Ja, ich. Hey, die sagen, es ist. Vielleicht, aber hey, ja. Wir sind der Sache näher. Junge, ich check nicht, warum die den weiterfahren lassen haben. So doof, Alter. Die sind, ey, also ich will los von denen. Okay. Bro, ich lauf zu Fuß weiter, oder? Na. Also guck mal, das kostet Energie, das kostet halt mehr Energie, aber wir haben noch Energie. Geheimbase. Ey, das ist zu gefährlich, bei den beiden zu fahren. Ja, okay, wir gehen zu Fuß, Suit yourself, kid. Nee, es ist zu gefährlich, Leute, wir laufen lieber ein bisschen zu Fuß. Guck mal, wir haben auch jetzt schon gut Kilometer geschafft. Es ist nicht mehr weit zur Grenze. Oh, oh. Ey, wir sind gut vorangekommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Perfekt. Okay. Ich bin guter Dinge. Oh Gott. Okay, wir verlieren jetzt halt Energie gerade, Leute, aber das ist nicht schlimm. Ich frag mich nur, wo unser Auto ist. Sollen wir weg, die haben unser Auto geklaut. Das war bestimmt der Campingbesitzer. Gehen wir zu Fuß. Guck, wo wir sind. Oh Gott, okay, wir sollen uns Zeit nehmen. Zeit, mach es richtig? Oh mein Gott, das war eine... Ich glaube, das war eine richtig schlechte Idee, dass wir gerade zu Fuß unterwegs sind. Junge, der ist ja wirklich... Warum kommt gerade aus roter Rauch raus? Wo denn? Da war gerade roter Rauch gerade. Oh Gott, nee. Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Warte, er ist doch nett! Nee, Bro, das ist der das Killer, war der Bro. Taxi. Das war das der Killer. Das ist der Killer. Nein, 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 nein. MBK. Lauf, lauf. Ja, ich muss in die Richtung. Oh, nee. Ey, das könnte... Oh. Hallo? Oh. Hallo? Wir sind bewaffnet. Warte. Der hat Sonja im Kofferraum. Warte, guck zu, guck zu. Oh, was macht der da? Geh näher hin, geh näher. Geht nicht, geht nicht. Wir müssen ihn beobachten hier. Der hat seine Leiche im Kofferraum, glaube ich. Der hat die Sonja kalt gemacht. Geh hin und stell ihn zur Rede, Stani. Der wird nicht bewaffnet sein. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Klau das Auto, klau das Auto. Da ist Sonja im Kofferraum. Bro, wo ist er hin? Ich sagte so, jetzt klau das Auto, Stani. Hey Bro, schimmer jetzt hier. Nein, das ist nicht gut. Geld nehmen. $20! Das ist gut, Bro. Brauchst du Lebensmittel? Wer pfeift da? Hallo? Bro, wo ist... Jetzt, 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 einsteigen, einsteigen, einsteigen! Bro. Er kann mein Geld haben. Ja, wir müssen. Your money, Brigade. Nein. I'm not one to... Wow! Oh! Understand. I knew you'd come back to your van. Ja. Das ist echt unser Wagen. Nee. Das ist nicht mein Wagen. No, but you come here sometimes. Nein, Bro, Bro, der denkt, wir sind bei der Brigade. Sind wir doch. Ich bin nicht bei der Brigade. What did I say? Tu mir, oh, now, mein. Get in your filthy van oh. And find me a light.
Oh mein Gott, okay, das war's. Es ist alles deine Schuld. Ich hab nicht gesagt, dass wir kriminell werden wollen. Ja, Bro, er denkt halt, das Auto gehört uns, aber das gehört uns doch gar nicht. Aber du bist bei der Brigade! Was laberst du, Junge? Das war nicht. Nein. Found those easily, didn't you? I knew that was your van. Bro, nein. Er hat uns ausgetrickst. Oh mein Gott. We're gonna play a little game. Nein. It's called hot and cold. Heiß oder kalt wird damit uns spielen. Daughter. TikTok. The game has started. Was? Call. Du musst irgendwo hingehen. Wo es wärmer wird. Bro. Zum Auto. Gehst du Richtung Auto? Call. You're burning up. Was? Wir öffnen jetzt das. Was ist da drin, Bro? Sonja? Oh! That's a good brigade. Now. Nein! Surprise for you. Bro, was für eine Überraschung, bitte! You like surprises. Nein! Right. Ja? Grab the can. Nein! Nein, tu's nicht. Lola? Stani! It's private. Sorry, ich mach. Good. Now, put gas on everything in the van. Nein. We're gonna watch it burn. Ja, okay. Okay. Stress, weil das ist ja nicht unser. Das ist eh nicht unser, Bro. Leute, das juckt mich nicht. Ja, wie kann ich den hier? Alles mit Benzin. Das ist eh nicht unser Wagen, Leute. Das juckt mich nicht. Das juckt mich nicht. Hauptsache, er lässt uns in Ruhe. Was hat der so gegen der Brigade, Junge? Oh! Actually, that wasn't the surprise. Not really. Stani, er guckt mit beiden Augen in andere Richtung. I can't. You don't know. Bro, ich will einfach gehen. Surprise is yet. The surprise is we're gonna burn the van with you. Nein! Ich bin kein Mitglied, sag, du bist kein Mitglied! Ja! Mann, bitte, Bro! Oben. Bro, nein, wir müssen ihn ins Gewissen reden, Bro. Wir müssen ihn ins Gewissen reden. Guck mal, wenn ich es niemandem erzähle, Bro, das ist so... Oh, I've done worse. Oh, er sagt, er hat schon Schlimmeres getan, Bro. Bro, wir müssen jetzt auf Tochterschiene kommen, ich sag dir ehrlich. Auf Tochter! Ja. Ja! Weißt du, was ich glaube? Was? Könnte es sein, dass Zoe seine Tochter ist und er sucht sie? Ich muss. Go! But tell the other brigades, I'm coming for them! For what they did to Lola! Lola? Lola? Nein. Bro! And remember! Hey! Tell them! Bro! Bro! Geh, lauf! Wo lang? Bro, wie konnten wir kommen? Weg! Ah! Alter! Ah. Oh! Bro! Weg! Bro, ich bin gerade voll erschrocken, Alter! Oh mein Gott! Oh! Was ist auf der Straße? Treppen tun wir nicht, Bro. Treppen tun wir nicht mehr, Bro. Treppen tun wir definitiv nicht mehr, Leute. Wir haben genug Geld. Wir nehmen den Bus. Bro, Bus. Was ist das ganz vorne? Was ist das ganz vorne? Ist egal. Weg hier, Bro. Oh, Bro. Das war gerade richtig knapp. Das ist richtig gut, dass wir jetzt den Bus nehmen, weil wir jetzt über die Grenze fahren mit dem Bus. Denkst du, wir kommen jetzt schon über die Grenze? Ich glaube ja. Das wäre jetzt nein, richtig nice. Komm, bitte, Leute. Nein. Ja, doch, sieht gut aus. Oh mein Gott, okay. Wir sind jetzt fast da, Freunde. Wo sind wir jetzt? Das ist doch kein Bus. Stress. Was ist das denn hier für ein Bus, Leute? Da ist Polizistin drin. Das ist gut, dass da eine Polizistin drin ist. Also sind wir sicher, weißt du, was ich meine? Aber vielleicht hat uns Dings angezeigt. Da oben. Guck mal, der Fernseher. Das ist so, ja. Nein, das ist nicht Zoe. Ich bin Fan von der Polizei.
Guck mal, hier ist einfach ein Krimineller drin. Oh, sie will nicht reden. Warum? Hey, hey, hey. Ja, ich will eigentlich... Ja, es gibt überall schwarze Schafe. Es gibt Leute, die sie halt nicht mag, Polizisten. Aber ich frage, ja. Ich sage nichts, Leute. Ich habe keinen Bock, mit der zu reden. Ich will ja einfach nach jetzt weiter. Ich will zur Grenze. Aber... Hä? Sei still! Nein, nein, nein! Hey! Ey, wenn wir den befreien... Danny, der ist gefangen. Ich will mal wissen, was er will. Hä? Zu den Gruben? Was sind die Gruben, Bro? Nein. Die Eisengruben! Nein. Bro! Da landen wir auch, wenn wir ihnen helfen. Ja. Ey, das ist halt... Ich frage mal, warum er sie... What did I say? Mind your own business. They're gonna send me to the pits to mine. I'll never see my family. Ey, aber das Ding ist, Leute. Er wird seine Familie nie wiedersehen. Bro, er wird seine Familie wiedersehen, ja. Weil ich ihm helfen werde. You don't really believe that, do you? Huh? Believe what? Oh, Anspannung, Bro. Anspannung steigt gerade. Die Stimmung hier im Bus, Leute, wird schlecht. Das könnte jederzeit eskalieren jetzt, Bro, ich will jetzt, dass es hier ein bisschen eskaliert im Bus, ich sag dir ehrlich. Ich will jetzt, dass hier ordentlich Randale abgeht. Offizielle Polizeiangelegenheit, aber wenn er nichts gemacht hat. Ja, boah, ja, sind Marionetten. Ja, Mann. Oh, Leute. Doch, ist sie. Die Frage ist, soll die Anspannung steigen oder eher lieber nicht? Ja, weil es hat eskaliert und alle Leute gehen raus, er kommt nicht in die Grube. Oh. Ja, wir müssen alle aufhetzen gegen die Polizistin. Leute, wir müssen die aufhetzen gegen die Polizistin. Boah, die wird richtig frech gerade. Oh. Oh, jetzt explodiert die Junge. Und sie kriegt die... Das ist... Die will Hilfe anfordern. Und sie kriegt sich hin. Ja, Mann. Bürger sollten die Polizei verhaften, Leute. So sieht's aus. Der arme Junge, Alter. Der hat nichts gemacht. Das ist eine gute Idee. Stanley, nein, er wird nicht in die Gruppe gehen. Er sieht seine Familie nie wieder. Ja. Leute, er ist auch ein Junge, der abgehauen ist von zu Hause. Oh Gott, das eskaliert. Lassen Sie ihn ruhen. Ja, Mann, lass ihn gehen. Oh mein Gott, die Situation eskaliert gleich komplett. Lass sie ihn gehen. Ja, sie soll das Richtige tun, Bro. Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt werden gleich alle gegen die Polizistin sein. Wow! Junge, die soll die Waffe wegstecken. Oh Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro. Was passiert jetzt hier gerade? Warte, ich weiß nicht, ob das gerade gut ist, was passiert. Bro, sie soll das Richtige machen. Oh Gott, okay, was sagt sie jetzt? Bro, sie soll einfach das Kind in Ruhe lassen. Oh mein Gott, sie hat Hilfe angefordert. Wir kommen in Knast. Ich glaube. Aber es könnte jetzt was passieren. Warum sind wir auch draußen? Wir sind doch nicht draußen. Wir sind im Auto noch, im Bus. Oh. Ding ist halt, wir müssen halt auf... Wir können nicht auf der Straße laufen. Junge, wegen der Polizei, sonst gehen wir da auch ins in diese Eisengrube. Wir dürfen doch nicht abhauen aus dem Land. Ich sag so, wie es ist. Wir sind in der Wildnis und wir gehen gerade einfach durch den Wald. Ja, das ist doch gut. Nein. Warum nicht? Weil da Tiere... Juni 1996.
Bro. Ich glaube, die kontrollieren den. Ja. Oh, ich bin hinter der Kiste. Wir sind hinter der Kiste. Okay, Leute, alles gut hier. Wir schaffen es rüber. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, die wollen jetzt wahrscheinlich... Oh mein Gott, Freunde. Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht, Leute. Nein, 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 die sollen das hier jetzt nicht scannen. Da drinnen bewegt sich was. Oh Gott. Nein. Oh, ich hab keinen Snack mehr. Doch, hast du? Nein, hab ich nicht. Was? Nein. 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 Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, wir konnten abhauen. Bro. Junge, Bro, wie die Leute hier, Ich halt doch gedrückt. Wenn wir jetzt erwischt werden, ne? Zum Glück haben wir volle Ausdauer. Nein! Bro. Was heißt das denn? Nein! Nein, du wurdest. Nein. Oh, Leute! Wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Nein, das war's gewesen. Tschüss, Mütte.